Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Project Zomboid mit dem lieben Astreiter. Ja, hallo, recht herzlich willkommen und im Hühnerstall ist dunkel, ich sehe kaum was. Und im Pausenblatt. Ach Quatsch, das bin ja ich. Hallo. Ja, der Knoller ist auch da, genau, nicht der Pausenklaus. Der ist aber auch da. Das ist der so. Pausenklaus. Ja, hallo. Aber hier sind ein paar tote Zombies. Nicht so gut. Ein paar ist gut, was ist denn hier passiert? Naja, aber so wie ich es jetzt sehe, sind hier keine mehr. Sind die wohl doch alle abgeschreckt. Aber wenn wir jetzt Bandagen brauchen, haben wir genug, weil die haben alle Anziehsachen an. Oh, da ist ein Brunnen, das ist schon mal etwas, wa? Da kann ich Wasser kriegen bestimmt. Aber ich glaube, ich sollte nicht die Schrotflinte nehmen. Sondern nichts, ich habe nichts anderes. Ach cool, die haben alle Schlüssel auch mit dabei, ne? Wenn man jetzt wüsste, zu welchen Häusern die passen. Eine Kreditkarte. Ich nehme mal meine Kreditkarte, wer weiß, was man damit noch kaufen kann. So, Küchenmesser, das ist doch eine gute Waffe, die eine Schrotflinte hoffentlich ersetzt. Ja, es bietet sich wahrscheinlich an, die Zombies alle mal zu plündern und die Sachen irgendwo hinzupacken, ne? In eine Kiste, oder? Okay. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal gerade, wie sieht's denn bei dir aus, Ass? Ich suche euch ja im Endeffekt immer noch und ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang muss. Ich gehe jetzt gerade hier an einem Weizenfeld oder was das auch immer ist vorbei. Oh, da oben ist eine Wiese durch und dann komme ich nach da hinten. Da sind Strohballen auf dem Feld. Ich weiß nicht, wo ich euch finden sollte. Ich gehe immer weiter nach oben links erstmal. Man kann das zerbrochene Glas entfernen, okay. Und ja, da steht ein Zombie. Dann verletzt du dich beim Durchschlepper nicht. Ja, ich hab's jetzt einfach mal gemacht, ne? Ja, ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Da ist noch ein Zombie. Ich habe jetzt auch hier am kaputten Fenster erstmal einen Laken drüber gehangen, damit die vielleicht nicht sofort entdecken, die doofen Zombies. Oh, immer noch auf der Suche nach euch. Oh, warte mal. Oh, da ich bin unglücklich und langweilt und hungrig. Hunger habe ich kein Problem. Aber hier mit der Langeweile, das ist doof. So, hatten wir hier drin nicht mal irgendwo Licht? Lichtleiter sind ja eigentlich überall. Also ich bin jetzt hier auf dem Bauernhof mit einer Scheune oder sowas. Aber wo ihr seid, ich werde euch nie finden, glaube. Irgendwie werde ich wahrscheinlich eher verhungern. Ich glaube, ich komme gleich mal. Also aus. Warte, Mitternacht ist jetzt, ne? Ich glaube nicht, dass um 12 Uhr mittags so hell, also dunkel ist. Ich bin recht schwer beladen, das sagt er mir immer. Ich habe das ganze Essen im Kühlschrank getan. Das ist doof. Durst habe ich auch, dann kann ich was zu trinken. Senf ist doch bestimmt richtig gut. Ja, plus 30 Unglücklichkeit, doch nicht so gut. Okay. Unglücklich mit Senf. So, ich habe jetzt noch mal eine Frage. Ich habe jetzt 4 Pullover im Inventar, von denen ich einen anhabe. Wenn ich jetzt auf Lege in Behälter klicke, dann legt er zuerst den in den Behälter, den ich anziehe. Ja, das kenne ich. Super, wa? Okay, also habt ihr dasselbe Problem und dann mache ich das einfach so. Ich habe nicht so viele Pullover, kann ich nicht testen. Ja, das ist natürlich doof. Aber er zieht diesen Pullover, hat er bei mir ja vorhin, habe ich meine ganzen Klamotten dann sofort ausgezogen gehabt. Also da ist es auch nicht so toll, ne? So, ich gehe jetzt mal, ich hoffe, ich bin wieder zurück, aber es sollte nicht so schwer sein. Ich gehe jetzt mal auf Erkundungstour und gucke, ob ich helfen kann. Mir über den Weg läufst, oder was? Dann würde ich sagen, bleibe ich hier in der Halle und plündere mal die ganzen Zombies und lege alles mal in Kisten ab und sowas, sortiere hier ein bisschen. Muss ja auch irgendeiner machen. Ich habe eine Schrotflinte mit 14 Patronen dabei. Die Schrotflinte sollte geladen sein. Oh, das ist super. Dann schieß doch einfach regelmäßig mal. Vielleicht hört noch mehr Zombies kommen. Dann hör ich ihn, genau. Aber die Zombies hören ihn wahrscheinlich eher wie ich. Weißt du auch so, dass einer von euch einigermaßen taub ist? Oh, das kam noch dazu, genau. Ich weiß nicht, wer es war. Könnte sein, dass ich das war. Das weiß ich. Ja, deswegen schießt du immer so laut, ne? Die Schrotflinte war sehr laut. War wirklich sehr laut. Ich hab noch 7 Stofffetzen, also falls ich mich verletze. Eine Orangenlimonade habe ich auch dabei. Übergewicht habe ich nur. Oh, ich bin hungrig. Ich muss gleich mal was essen, aber das passt wohl noch irgendwie. Ja. Nee, jetzt habe ich hier so viel auf, das muss erst zu. So, und ich muss erst euch finden, anders hat das keinen Sinn. Ich marschiere jetzt hier mitten durch den Wald. Und hoffe, dass ich irgendwann ankomme.
Ich weiß nicht wo, aber irgendwo. Bisschen schneller hier. Tja. Irgendwie will der auch immer mitten durch die Bäume und Tannen, ey. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Nun, wenn ich mich nicht täusche, sollte hier gleich irgendwann schon die Hauptstraße sein. Was ist denn so bei dir da näher aus? Ja, Wald, alles Wald. Warst du mal auf einer großen Straße? Ich bin mal kilometerlang eine Straße lang nach oben links gegangen, ja, aber nach oben links. Dann hatte ich ein Kornfeld mit einem Stacheldrahtzaun drumrum und dann bin ich an der Hinterseite dieses Stacheldrahtzauns da durch so einen kleinen Streifen durchgegangen und da war dann ein Feld, wo Strohballen waren und einmal mitten auf dem Feld sozusagen und am Rande dieses Feldes war dann einmal eine Scheune mit Strohballen davor. Das waren jetzt die letzten Gebäude, die ich gesehen habe. Das wäre gut, wenn man irgendwie so, wie man so ein Schild, dass man so ein Schild setzen könnte. Ja, genau, irgendwie so einen Marker setzen kann, ne, wo man war oder nicht war. Und da unten sind ganz viele Zombies, die laufen in eine Richtung. Hoffentlich nicht in meine. Nee, die laufen nach links unten weg. Ich bin bis auf die Unterhose ausgezogen. Ich laufe nach links oben und sonst sehe ich hier nichts. Nach links oben? Ja. Ich gucke einfach mal in die Richtung. Und hier ist auch nur Wald, 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 nix. Ich bin links über dem Wald, so ungefähr. Und hier ist so, weiß ich nicht, soll das Sand darstellen? Am Straßenrand. Okay. Die Straße hat zwei, bis gerade waren es zwei durchgezogene Mittelstreifen. Fängt hier Wüste an oder was? Da unten ist irgendwas, das leuchtet. Oder ist ein Zombie mitten im Weg? Zwei Zombies. Ja, irgendwie ist das gerade eine schwierige Entdeckungstour. Ja, es ist relativ blöd, ne? Ja, es ist auch total langweilig, immer hier durch die Bäume durchzulaufen. Ich bin jetzt auch in Bäumen. Siehst nix außer Bäume. Siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht? Oder hast du dir denn den Weg gemerkt, den du jetzt gerade läufst? Nicht, dass wir dir jetzt beide verschollen seid. Nee, ich habe ihn relativ gut gemerkt. War auch nicht allzu schwer. Ich bin die Straße nach rechts umgegangen. Das heißt, ich muss nach links runter und dann geht ein Weg wieder rein und das ist der einzigste Weg. Okay. So, hier ist eine riesige Straße. Okay. Hier ist eine riesige Straße mit vier Spuren. Ich habe schon die Vermutung, dass ich vom Server gefallen bin oder so. Weil hier ist wirklich nur noch jetzt Wald oder so. Aber das Spiel ist nicht so ausgelegt, ne? Wenn du ans Ende angekommen bist, dann spult da immer das gleiche Ding ab oder so. Das ist nicht so, ne? War schon einer wirklich mal am Ende, dass es nicht mehr weitergeht? Nee. Nein. Okay. Das ist nicht gut. Aber hier rechts oben sieht so ein bisschen nach Ende aus. Das heißt, ich gehe mal wieder lieber zurück. Ey, da waren doch gar keine Zombies. Wo kommen die? Boah, das gibt's alle gar nicht. So, ja, da unten geht der Weg wieder rein. Ich werde jetzt überlegen, ob ich eine Dosensuppe oder irgendwie sowas mal esse, wa? Ja, die Zombies sind relativ lahmarschig, das finde ich gut. Hoffentlich wissen die nicht mehr, wenn ich um die Ecke laufe, wo ich bin. Ich esse mal ein Viertel vom Hammelkotelett. Hunger ist weg. Ja, super, ich muss gleich schon mal was essen. Hammelkotelett bin ich schon mal los. Ich glaube, die Zombies haben mich verloren. Gut, das heißt, ich komme ohne Zombies. Knolle, weißt du spontan, in welcher Kiste wir hier irgendwo was zu essen reingelegt haben? Im Kühlschrank. Kühlschrank. Ja, stimmt. Macht Sinn, ne? Oh, mir ist kalt. Dann sollte ich mir dann doch mal lieber wieder was anziehen. Ja, ich komme jetzt gleich auch. Wäre sinnvoll, wenn du was anziehst, ja. Hey, ich bin nackig. Mann, gibt's hier irgendwo mal einen Ausweg aus diesem Wald? Das Problem ist einfach, ein Wald, der weiß, der kann sich an nichts orientieren. Ja, der sieht immer gleich aus. Der dritte Baum links. Ja, lauter weiße Birkenbäume sind hier dabei noch. Ich
Ich laufe jetzt einfach mal nach unten, ob ich da mehr Glück habe. Ich wirklich. Weiß nicht, was ich essen soll. Ich nehme einfach mal die Zitronen raus. Ist das okay? Mach das. Irgendwann muss man noch mal irgendwo hinkommen, wo man irgendwie was findet, oder? Warte mal, ist eine abgesägte Schrotflinte besser als kein Zombie mehr da. Ich glaube, die abgesägte ist mehr, hat eine größere Streuwirkung, ne? Oder wie war das? Ja. Ja, weil wenn man eine Säge hat und eine Schrotflinte, kann man die halt absägen. Macht Sinn. Hier war nicht einer von euch Baseballspieler? Ich, Weil man kann sich mit... Ah ne, das war Axt, ne? Ja. Schade, oh ey. Warte, ich muss jetzt nach oben, ne? Ah, perfekt. So, jetzt bin ich gesättigt, jetzt kann ich auch wieder 16 Kilo tragen. Wie schön ist das denn? Überladen bin ich immer noch. Ja, da ist ein Häuschen und so, das passt schon. Das ist gleich auf jeden Fall so eine Anstalt mit 20 Zombies. Ja, überladen ist relativ blöd, ne? Dann kannst du nämlich auch weniger mit dir rumtragen. Ach Quatsch, erschöpfst du schneller, ne? Verbrauchst du mehr Kalorien und so. Okay. Und wenn du dann dazu noch hungrig bist, dann kannst du halt weniger tragen. So war das bei mir zumindest gerade. Es gibt keinen Ausweg aus diesem Wald. Ich fühle mich wie Hänsel und Gretel. Gibt's auch gar nicht, oder? Muss doch mal irgendwann aufhören. Wer? Bausenklaus. Du lass mich wieder zurück. Gibt's nicht. Kann nicht sein, wo ich hier bin. Guck mal, hier steht einer mit einem Messer am Fenster. Bei uns? Oh, nicht schlagen. Ist das jetzt hier der obere Rand der Karte? Kann das sein? Ich glaube, ich habe jetzt den oberen Rand der Karte erwischt. Oh, geschlagen. Habt ihr gehört? Wie bitte? Ich habe den oberen Rand der Karte entdeckt. Ja, echt? Ja. Cool. Dann würde ich jetzt empfehlen... Dann gehe ich jetzt nicht mehr oben links weiter, sondern nach oben rechts weiter erstmal. Ich muss was essen. Ein bisschen hier Orangenlimonade trinken. Jetzt ist die Brauseflasche leer. Ja, das hatte ich auch. Muss mal Wasser reinfüllen, ne? Ja. Ja. Jetzt möchte ich nur wissen, ob man die Carpentry, da müsste doch eigentlich eine Tür bei sein. Tja. Aber er weiß nicht, wie man eine Tür baut, das kann doch nicht so schwer sein. Aha, okay, ich habe herausgefunden, wie man das verhindern kann, dass er die Schuhe auszieht. Okay. Shift also drüber. Wenn ihr mehrere davon habt, dann könnt ihr ein Menü aufklappen. Okay. Wenn man mehrere Items von einem hat. Hier oben läuft doch tatsächlich noch ein Zombie rum. Wo bist du jetzt gerade? An der oberen Randkarte. Nee, ich mein Pausenklaus. Also. Ich stehe an den Lagerkisten hier. Da unten? Oh, da. Jetzt habe ich es gesehen. So. Ich guck noch einfach mal alles durch. Bleichmittel, das ist doch für Unglücklichkeit ganz gut. Wenn du zu glücklich bist, dann trinkst du Bleichmittel, dann wirst du unglücklich. Aber dann wirst du auf jeden Fall, dann hast du auf jeden Fall keinen Durst mehr danach. Steht okay, zumindest da. Das ist ja schon mal positiv. Oh Mann, ey. So, leerer Sandsack. Warum habe ich denn einen leeren Sandsack im Inventar? Ja, gute Frage. Da ist die Karte wohl zu Ende wieder. Und da auch jetzt, oder was? Nee, nicht ganz. Huh? Geht noch weiter. Oh, da ist ein Zombie direkt neben mir. So ein Shit und ich blute. Das kann's doch nicht sein. Mitten im Busch war der. Nein, nicht bluten. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Shit. Das ist aber ganz schlecht jetzt gelaufen. Ah, geringfügige Blutung. Ein Verband ist nötig. Weißt du, durch einen Draht, der 0,2 Kilo wiegt, bist jetzt überladen. Oder schwer überladen. So. Ich geh jetzt
gerade noch mal raus vor die Tür, um mal zu gucken, ob ich da noch irgendwo ein paar angezogene Zombies finde. Liegen da noch welche oder sehen die nur so aus? Nee, die... Oh, musst du mal gucken. Ich meine, ich hätte drinnen alle erwischt. Ach ja, das... Hab ich noch Stoff? Wir sind halt aber noch alle... In der Regel haben die auch nichts Besonderes bei. Einer von denen hatte eine Brieftasche, die habe ich schon geklaut. Aber ob die mir jetzt was bringt, das weiß ich noch nicht. Und wo machen wir den Holzkleber, könnte ich nehmen? Dann kann man, glaube ich, das Messer reparieren. Wir haben auf jeden Fall deutlich viele Klamotten jetzt. Ich muss ich habe einen Ehering gefunden. Ein Ehering? Ja, vermisst einer von euch einen Ehering? Nee, aber ich glaube, der war wohl nicht so ganz zufrieden mit der Ehe. So, zum Stofffetzen zerreißen. Warte, wo ging also. Das? General war das, glaube ich, mit dem Messer reparieren. Ja, toll. Jetzt sind die Stofffetzen mal alle da, oder wie sehe ich das? Eben hatte ich noch keinen. Jetzt habe ich welche zerrissen, jetzt habe ich 16. Man braucht ein Klebeband und kein Holzkleber. Man kann auch mit Holzkleber ein Messer reparieren. So, jetzt habe ich mich verbunden, jetzt blute ich auch nicht mehr. Das ist ja schon mal was. Nicht, wenn es ein Metallmesser ist, ne? Make-up, was die Zombies alle dabei haben. Ja. Aber wir sind doch schon wieder bei 16 Minuten. Echt? Jo. 16 Minuten und ich komme nicht voran hier, ey. Hast du denn zumindest genug zu essen und zu trinken irgendwie? Ja, das habe ich noch. Ich war eben da bei diesem Gehöft oder was das war. Da war ein Brunnen, da habe ich auf jeden Fall meine Wasserflasche noch voll gemacht. Ich habe noch eine Ananas wohl mit und ein Hammelkotelett habe ich auch noch was von. Also das Überleben ist einigermaßen noch gesichert. Ich kann mit der Tür nicht interagieren. Da kann man nicht irgendwie... Da muss man Holzblatt für haben, ne? Also weil ich bin mal der Meinung, dass wir vielleicht... Ja, ich denke, ich habe hier eine größere Lichtung, da bleibe ich jetzt gerade drauf stehen und dann sollten wir hier vielleicht Pause machen, oder? Das können wir gerne tun, ja. Ja, dafür, seid ihr alle einigermaßen safe. Alle Türen bis auf eine am besten verriegeln. Okay. Ja, wir haben ausnahmsweise auch mal keine Zombies in der Hütte hier. Ja, also okay. Wir haben auch genug Holz, das ist schon mal gut. Okay. Ja, dann... Achso, ich mach, ne? Stimmt. Ja. Ich habe auch anmoderiert. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Project Zomboid wieder mit dem Assreiter. Ja, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dem Knolle spielt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.